Veneers sind keramische Verblendschalen, die auf die Vorderseite der Z-Arnie aufgebracht werden, um ästhetische Probleme wie Wehrfärbungen, Laienviertelzecken oder unregelmäßige Formen zu korrigieren. Sie sind eine beliebte Lassung FA1/4R-Menschen, die ein strahlendes Latschellen bei 1/4-Menschen, aber nicht mit ihren natter 1/4-richen Z-Arnien zufrieden sind. Veneers sind jedoch nicht gerade gar 1/4-NSDIG, und viele Menschen fragen sich, was diese kosmetische Behandlung kosten wird. Der Preis FA1/4R Veneers kann je nach verschiedenen Faktoren variieren, darunter die Anzahl der Z-Arnie, die behandelt werden sollen, der Standort der Zahnarztpraxis und die Materialien, die FA1/4R die Veneers verwendet werden. In Deutschland liegen die durchschnittlichen Kosten FA1/4R Veneers pro Zahn zwischen 500 und 1000 Euro. Wenn also mehrere Z-Arnie behandelt werden sollen, kann der Gesamtpreis schnell in den Tausendenbereich gehen. Darüber 1/4 BER hinaus spielen auch die Qualifikationen und Erfahrungen des Zahnarztes eine Rolle bei der Preisgestaltung FA1/4R Veneers. Ein erfahrener und renommierter Zahnarzt wird in der Regel hier Preise verlangen als ein weniger erfahrener Kollege. Es ist wichtig, einen Zahnarzt zu wählen, dem Sie vertrauen und der A1/4 BER nachgewiesene Erfolge mit Veneers Werfer 1/4 GT, um sicherzustellen, dass Sie das beste Ergebnis FA1/4R Ihr Geld erhalten. Eine weitere Möglichkeit, die Kosten FA1/4R Veneers zu senken, ist die Wahl von Alternativen wie Composite Veneers. Diese werden aus einem Kunststoffmaterial hergestellt und sind in der Regel gar 1/4-instiger als Keramik-Veneers. Allerdings sind sie nicht so langlebig und haben nicht die gleiche natter 1/4-liche Ästhetik wie Keramik-Veneers. Es ist wichtig, sich A1/4 BER die Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten im Klaren zu sein und mit Ihrem Zahnarzt zu besprechen, welche Option am besten FA1/4R Ihre individuellen Beda-1/4-Öffnisse geeignet ist. Ein weiterer wichtiger Punkt, den man bei der Costena 1/4-Berligung FA1/4R Veneers Bera 1/4 sichtigen sollte, sind mögliche Zusatzkosten wie die Vorbereitung der Z-Arnie, Ra-Entgehenaufnahmen und Nachkontrollen. Diese postoperativen Kosten kann in den Gesamtpreis erheblich erhöhen und sollten daher bei der Budgetplanung Bera 1/4 gesichtigt werden. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Kosten FA1/4R Veneers in der Regel nicht von der Krankenkasse A1/4 übernommen werden, da es sich um eine rein ästhetische Behandlung handelt. Wenn Sie also planen, Veneers zu bekommen, mal 1/4 sind Sie bereit sein, die Kosten aus eigener Tasche zu tragen. Insgesamt sind Veneers eine hervorragende Möglichkeit, ein strahlendes Latschellen zu bekommen, aber es ist wichtig, sich A1/4 BER die Kosten im Klaren zu sein, bevor Sie sich FA1/4R diese Behandlung entscheiden. Sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt A1/4 BER Ihre finanziellen Möglichkeiten und finden Sie heraus, welche Option am besten zu Ihnen passt. Letztendlich ist es wichtig, dass Sie sich mit Ihrem Latschellen wohl und selbstbewusst FA1/4 nennen, und Veneers kann Ihnen dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen.